So, damit möchte aber heute der Tag trotzdem mal langsam beendet werden. Wie gesagt, ich spiele schon wieder eigentlich viel zu lange für die Verhältnisse. Aber das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Ja, das kann man nicht anders sagen. Hammergeil. So, back to the roots, ab nach Hause. So, da fahren wir fast noch ins Netherportal wieder rein. So, die bleibt mal hier stehen. Geil. Echt geil. Also, was wir da gefunden haben. Dass ich das nicht früher gemerkt habe, ey, dass ich da früher nicht irgendwie mal drüber gestolpert bin. Vielleicht bin ich es auch und ich weiß es bloß nicht mehr. Aber solche Spielorgasmen hier, die prägen sich da ins Hirn ein, ey, ohne Mist. Das wüsste ich doch noch. Geile Katastrophe. Oh. Richtig geiles Ding. Shit, man. So, jetzt muss ich mal gucken. Schneewolle, andere. Da haben wir Brote, haben wir hier zum Beispiel auch da. Ne? Einfach mal eine obligatorische Schienentruhe noch bauen irgendwie. Das wäre jetzt so das, was ich gerne noch wählte, damit ich die irgendwo unterbringen kann. Machen wir mal schnell. Nur obligatorisch. Ja, na klar. Wenn man natürlich kein Inventar mehr frei hat hier, dann geht das schlecht. Ich habe ja auch so viel mitgenommen jetzt hier wieder. Halt, stopp. Hier kommt der Zaun mal rein. Hier oben kommt das normale Holz wieder rein. Und die Schienen, die müssen wir dann mal unten, bestenfalls vielleicht sogar in der Höhle unten gleich mal hinstellen. Oder hier oben erstmal. Dass wir das hier jederzeit griffbereit haben. Würde ich die Schienen nämlich erstmal hier reinpacken allesamt. Weil ich im Lager ja keine spezielle Schienentruhe habe. Soll es ja auch nicht geben, weil die waren ja hauptsächlich verbaut. Jetzt muss ich nur mal gucken, Antriebsschienen mal ein bisschen separieren. Antriebsschiene hier. Umdrehen, so. Halt, 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 halt. Hier unten sind auch noch Antriebsschienen. Gut. Okay. Vergessen. So, noch mehr? Nö. Doch, die Lore kommt noch mit rein. Fertig. So, dann räumen wir erstmal die Mineralien auf, die wir jetzt so gefunden haben. Beziehungsweise werden wir die gleich mal mit einschmelzen hier. So, das ist Andesit, Bruchstein. Okay. Okay. Das hatte ich hier mit drin. Kies haben wir einmal. Wie gesagt, den brauchen wir ja doch, wenn wir den farbigen Beton mal wieder herstellen. Hier haben wir noch ein paar Fackeln. Die Redstone-Fackeln, die packe ich dann auch mal mit in die Schienentruhe rein. Hier war Lapislazuli. Hier war noch ein bisschen Kohle.
Da räumen wir erstmal auf, weil die Session ist ja erstmal vorbei, damit ich dann wieder den Übergang finde. Und mach dann beim nächsten Mal halt an der Stelle weiter. Konzentriere mich dann erstmal wieder aufs weitere Bauen von den Schienen, aber erstmal bauen wir die hier rein. Weil jetzt, wie gesagt, die Folge nun zunächst vorbei ist, oder die Session vorbei ist. Ich mich ja dann mal irgendwann schlafen legen will. Unabhängig davon, wann ihr die Folge seht, ist es hier bei mir aktuell jetzt gerade 23.30 Uhr und das ist natürlich dann irgendwann mal Schluss sein. Also ich weiß gar nicht, ob die Kohle wird vielleicht gar nicht reichen für das ganze Metall, was wir da haben. Könnten wir uns noch was holen und das noch ein bisschen aufteilen, damit es schneller geht. So, mal die Hälfte raus. Hier rein. Und da noch ein bisschen was rein, so. Genau, ein bisschen nachlegen. Aber müsste reichen, müsste auf jeden Fall reichen. Da warten wir, bis die Produktion abgeschlossen ist, mal schnell. Freuen uns, wie gesagt, über diesen seltenen Erfolg. Ja. Das erlebt man ja wirklich nicht alle Tage. Ah, hier ist schon fertig, cool. Dass wir da eine Mine finden, das ist wirklich selten. Auch ich erlebe das bei Minecraft nicht oft. Hab's bis jetzt zumindest noch nicht erlebt in ja, über 500 Folgen inzwischen. Muss man ja mal so sagen. Und deswegen freue ich mich natürlich riesig und werde jetzt in einer der nächsten Folgen dann mit ja, mal ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ja, ich werde die mal erforschen, die Mine. Das Wort, das kam mir gerade nicht mehr über die Zunge. Es wird doch langsam spät. Ich bin müde. Der Tag geht langsam vorbei. Und ja, wir haben ja auch schon viel gedreht heute. Bin wach seit früh 5 Uhr. Ja, die Nacht auch nicht so gut geschlafen. Da möchte die Nacht wenigstens jetzt nicht so sehr drunter leiden. Deswegen verkrümle ich mich jetzt gleich mal. Gucken wir das Kopfkissen von unten an. Und ja. War auf jeden Fall geil. War auf jeden Fall mal richtig geil. So eine Entdeckung zu machen. Weil wie gesagt, wir haben ja wirklich noch drüber gequatscht. Mit Davidovic in der einen Folge, da fragt er mich noch so, hast du nicht mal eine Mine gefunden? Da sage ich, nö. Ja, cool. Und dann, wo wir da mit der Lore über den Ozean gefahren sind, noch gesagt haben, ja, wäre eigentlich cool, wenn wir so eine Mine mal entdecken würden. Weil da war ja erstmal keiner ersichtlich. So, machen wir wenigstens ein bisschen Gold kommen. Und dann passiert mir das schwarzer Beton. Wieso macht denn der? Was macht denn der hier drin? Frag mich mal. Habe ich versehentlich wahrscheinlich mal mit reingeklitscht. Der gehört eigentlich mit hier rein. Genau da. Ich wundere, dass es doch so viel ist von dem schwarzen Beton. Haben wir echt so viele Tintensäcke gehabt. Nice. Oh, und die letzte Minute. Ich würde mal sagen, wir haben ja gesehen, dass wir hier noch ein paar Boote hatten. Ne? Da würde ich nämlich mal ein paar Boote noch schnell mit in meine Welt setzen. Eins gleich mal da hinten an den kleinen Steg. Aber mich freut das auch so, dass das ganze Eis jetzt hier weg ist, dass alles wieder grün ist, alles wieder nach Sommer aussieht. Der Baum ist ein bisschen schäbig gewachsen, hier müssen wir ein bisschen stutzen. Eins hier an den Steg nämlich. Und das andere müssen wir dann da auf der anderen Seite machen. So, da hängt erstmal die Audiospur wieder ein bisschen nach. Das würde ich gerne mal hier hinlegen, damit wir auch mal über den See schippern können darüber. Schöne Sache, also die Welt wächst und wächst und wächst. Imaginär, man merkt es nicht so, aber es wird immer ein bisschen was dazukommen. Und wenn hier bloß eine Kiste steht und da hinten halt ein Boot jetzt liegt, es läuft. So, wir machen Schicht im Schacht für heute. Kehren zurück in unser Häuschen.
Und ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.